Yo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem weiteren Minecraft-Video. Und zwar geht's weiter mit dem Bunker. Und ich habe euch ja versprochen, heute wird die letzte Folge, in der wir bauen. Und in der nächsten Folge geht's dann um das Redstone-Zeugs. Und dann sind wir auch schon durch mit dem Bunker. Dann wird's nochmal eine Bunkertour geben und so weiter. Natürlich. Und den Download dann auch. Aber heute, wie gesagt, werden wir das Ganze beenden. In der letzten Folge haben wir die Schule gebaut und auch dieses Fitnessstudio-mäßige Sportzentrum, Dingsbums, was auch immer. Und ich habe hier ein paar Sachen noch geändert. Ich habe hier nochmal so ein paar Regale hingestellt, wo noch so ein paar Gewichte halt theoretisch sind. Also das sollen Gewichte sein. Und ich habe hier vorne nochmal einen kleinen Platz gemacht, wo man so, weiß nicht, Yoga machen kann oder sich aufwärmen kann und so weiter. Das hat ja sonst noch ein bisschen gefehlt. Aber ansonsten ist hier, glaube ich, alles gleich geblieben. Und heute werden wir uns mal um den Aufenthaltsraum kümmern, der theoretisch, so habe ich es nämlich früher mal geplant gehabt, schon in der dritten Folge fertig ist. Jetzt haben wir, glaube ich, Folge 6 oder sowas. Ich habe hier wieder ein bisschen vorbereitet. Das Ganze soll folgendermaßen aussehen. Und zwar haben wir hier erstmal zwei Eisentüren. Und das sind jeweils nochmal Wohneinheiten, die ziemlich groß sind. Für vielleicht wohlhabendere Familien vor allem. Also wir haben hier zwei Kinderzimmer jeweils. Also das andere ist natürlich genau so aufgebaut hier, nur halt spiegelverkehrt. Zwei Kinderzimmer haben wir. Dann haben wir ein großes Schlafzimmer. Dann haben wir hier so einen Aufenthaltsraum, Wohnzimmer, was auch immer. Und ein Badezimmer. Das ist hier in diesem Fall schon fertig. Aber wir werden noch ein Badezimmer bauen hier auf jeden Fall. Und damit werde ich gleich anfangen, das hier einzurichten. Und ja, hier außen, das hier soll insgesamt so ein großer Aufenthaltsraum werden, wo halt alles mögliche ist. Und zwar soll hier auf diese Seite so Zeug kommen wie ein Fernseher und wie Billardtische, vielleicht Tischtennis, wenn ich das hier irgendwie hinkriege. Solche Sachen, nochmal ein bisschen was zum Sitzen und so weiter, Regale vielleicht. Das soll hier hin. Und auf die andere Seite soll dann so ein bisschen mehr Bücherei kommen, also ganz viele Bücher, Tische zum Lesen und zum Malen vielleicht oder sowas. Und hier vorne, wo die Küche auch ist, hier kommt die Küche hin, hier sollen dann so große Tische sein oder vielleicht ein großer Tisch, der so von hier nach da geht, so eine große Tafel, wo man essen kann. Und dann ist hier, wie gesagt, die Küche, die soll hier hin, die werden wir auch bauen und dann soll es hier nochmal so ein kleines Lager geben. Oder was heißt kleines, das wird ein ziemlich großes Lager. Hier wird nämlich alles eingelagert und dann geht es hier hinten noch weiter. Hier hinten haben wir dann nochmal einen Gang, der geht hier erstmal rechts in eine Tür, hier soll ein Badezimmer hin, ein ziemlich großes. Und dann sollen hier halt so ein paar Duschen hin und so ein paar Toiletten und so weiter, dass man halt hier alles hat. Und dann gibt es hier vorne noch einen Raum und hier soll ein großes Aquarium hin, einfach damit man hier mal ein bisschen chillen kann und damit, weiß nicht. Ich finde Aquarien eigentlich immer cool, deswegen baue ich die immer. Finde ich sehr entspannt und dann, ja, zur Not haben wir dann hier auch noch Fische, die man essen kann, falls es mal ganz schlecht läuft. Und ja, das ist eigentlich alles, was wir machen heute. Ist natürlich wieder relativ viel und ich würde sagen, wir fangen auch direkt an damit und bauen hier erstmal diese Räume fertig. Und zwar würde ich sagen, fangen wir mit den Kinderzimmern an. Ich sticke mal zum Farbschema, das bedeutet Cyan und Dunkelgrau. Schnappen wir uns hier erstmal so ein paar Sachen, wobei das brauche ich wahrscheinlich nicht. Ich würde sagen, Kinderzimmer brauchen auf jeden Fall ein Bett, brauchen auf jeden Fall noch ein bisschen Aufbewahrungsraum und vielleicht einen kleinen Schreibtisch. Das müsste, denke ich, für ein Kinderzimmer reichen und der Boden ist ganz dunkles Holz, das bedeutet, wir bauen die Möbel aus Spruce Wood. Halbstände waren hier, glaube ich, genau da. Ich das nochmal mit und ansonsten Teppich. Brauchen wir noch Teppich. So. Wundervoll. Dann machen wir nämlich den Eingang hier mal mit Teppich. Ich denke, das sollte eigentlich schon reichen. Ich mache den vielleicht doch so. Na, wobei, ich lasse ihn, glaube ich, so. Und jetzt die Frage. Entweder machen wir natürlich das Bett hier ganz nach vorne. Sieht vielleicht ein bisschen doof aus, deswegen mache ich es, glaube ich, hier an die Seite vielleicht. Ist halt die Frage, ob die ein Doppelbett brauchen oder nicht. Ich würde sagen, nein. Deswegen machen wir da nur ein Bett hin. Ich mache das mal so. Auf dieser Seite hier könnten wir dann theoretisch einen Schrank machen. Und ja, theoretisch machen wir es natürlich nicht nur, sondern auch praktisch. Machen dann einen Schrank hin und ich würde sagen, so kann man den schon fast lassen vielleicht. Ich mache mal so. Dann stellen wir davor natürlich noch hier ein paar Türen. So, weil wie gesagt, meistens wird sich halt hier nicht aufgehalten, sondern das ist mehr so einfach nur zum Schlafen, dieser Raum. Oder zumindest gedacht. Dann stellen wir da eine Workbench hin und hier vorne dann vielleicht einen kleinen Tisch, an dem man irgendwas schreiben kann. Man könnte natürlich auch das hier nehmen, ist vielleicht auch cool. So, na, wobei es sieht ein bisschen sehr klein aus. Ich mache es mal so. Ich denke, so kann man das auf jeden Fall lassen. Und dann könnte man den hier noch einen weitergehen lassen. So vielleicht. Oder so. Oder so. Ich glaube, ich lasse ihn so. Und hier vorne kann man dann noch so einen kleinen Nachttisch hin machen vielleicht. Aus Bücherregal. Und dann stellen wir da noch eine Laterne drauf. So. Dann sollte das auf jeden Fall passen. Da hinten können wir nochmal eine Gemälde ranhängen. So. Das sieht, glaube ich, auch ganz cool aus. Wobei, ich mache da lieber so ein Zweiergemälde. Oder das könnte man vielleicht hier besser hin tun. Jetzt habe ich die Gemälde nicht mehr. Da haben wir sie wieder. Und dann da vielleicht eins hin. Und ich denke, so kann man das auf jeden Fall lassen. Sollte eigentlich reichen für so ein kleines Kinderzimmer. Man hat halt alles, was man braucht. Kann hier Spielzeug drin haben, vielleicht, keine Ahnung.
Und das Ganze werden wir dann natürlich hier auch nochmal hinbauen, aber das müsst ihr euch ja nicht antun, sondern wir machen jetzt weiter mit dem elterlichen Schlafzimmer oder mit so einem Doppelschlafzimmer, was auch immer. Und da würde ich sagen, machen wir hier das Betten. Und da mache ich diesmal schwarz und rot, denke ich. Das sind so meine Lieblingsfarben, deswegen nehme ich die jetzt einfach mal. Und dann braucht man natürlich auch schwarzen und roten Teppich, wobei ich glaube, ich mache hier rot, schwarz und dunkelgrau. So, und Seelaternen natürlich. Die machen wir hier in den Fußboden und dann Teppich drüber, damit man halt immer Beleuchtung hat. Und ich würde sagen, wir machen das mal so vielleicht. Einfach mal ausprobieren, ob das gut aussieht. Und ich würde sagen, das sieht doch schon mal ziemlich nice aus. Und dann hat man hier das Bett. Das Bett wird diesmal ein bisschen größer als das andere, was wir gebaut haben. Das war ja eigentlich nur ein Bett. Und hier werden wir das Ganze aber mal ein bisschen fancy gestalten. So, und dafür brauchen wir noch Vorhänge. Nehmen wir schwarz, rot und grau wieder. Und dann machen wir hier erstmal so eine Umrandung drumherum. Die bis da geht, würde ich sagen. Machen wir hier so. Und hier vorne ist jetzt die Frage, entweder machen wir das so oder wir machen da... Ja doch, ich glaube, ich mache das so. Dann machen wir hier diese Dinger drauf und noch einmal. Zack, zack, zack. Und dagegen stellen wir jetzt die Fenstüren. So, dann sieht das Ganze nämlich so aus, als wäre das hier so ein Himmelbett. Was ein ziemlich cooles Design ist und man kann hier tatsächlich immer noch durchlaufen oder sich da durchsneaken, wenn man möchte. Und dagegen können wir jetzt erstmal... Oder oben drauf stellen wir jetzt erstmal noch eine Reihe Blöcke. So, dann sieht das auch richtig aus wie ein Himmelbett. Und was man jetzt noch machen kann, ist vielleicht sowas hier. Ja, so sieht das doch richtig gut aus. Und dann stellen wir dagegen einfach so ein paar Vorhänge. Sieht dann aus, als wären das so, ja, wie nennt man hier, so ein Himmelbett halt einfach, ne? Ich glaube, ihr wisst schon, was ich meine. Einfach so Vorhänge. Und ich denke, das sieht ganz cool aus. Vielleicht tausche ich den hier doch nochmal aus mit Rot. Und dann haben wir hier schon mal ein cooles Bettchen, was ziemlich nice ist. Und dann könnte man natürlich hier noch irgendwas hinstellen, aber das ist irgendwie so ein bisschen toter Platz. Den würde ich sonst auch so lassen. Was wir natürlich hier noch hinbauen könnten, ist erstmal einen Schrank, den machen wir vielleicht in diese Wand hier und dann hier nochmal einen kleinen Tisch. Dafür schnappen wir uns nochmal die Blöcke, die wir hier benutzt haben. Zack, zack, das haben wir benutzt und ja, das war's eigentlich. Vielleicht noch eine Laterne und Bilder werden wir auch, denke ich, benutzen. So, dann stellen wir hier den Schrank hin, das bedeutet zack, 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 zack. Machen wir im selben Design, würde ich sagen, damit das Ganze hier so ein bisschen einheitlich bleibt. Dann die Türen davor. So, man sieht jetzt oben natürlich immer so ein bisschen Kiste, aber man steht ja meistens so, deswegen müsste das eigentlich funktionieren. Hier könnte man dann irgendwie vielleicht nochmal einen kleinen Tisch hinstellen, wo irgendwas drauf ist, oder man stellt hier nochmal eine Kiste hin. Ja, ich denke, das kann man beides machen. Wir lassen es mal so und hängen dann hier noch ein Bild hin. Natürlich eins, das vielleicht nicht so groß ist, sondern so müsste reichen. Man könnte hier tatsächlich auch noch eins hintun. Ist vielleicht auch ganz cool. So, und hier könnte man nochmal ein großes hintun. Und dann machen wir hier nochmal einen Tisch hin, wo man richtig dran sitzen kann vielleicht. So, und da stellen wir dann nochmal eine Laterne hin. Dann ist das doch eigentlich schon mal ganz nett eingerichtet. Bücherregale fehlen hier allerdings noch. Ist natürlich immer gut, dass man was zum Lesen hat, wenn man schlafen geht. Das sollte man eigentlich immer machen. Mache ich tatsächlich selten, um ehrlich zu sein. Aber, also ich habe immer Bücher in der Nähe, ja, aber ich lese sie selten. Sagen wir das mal so. Wobei ich es auch tatsächlich manchmal mache. Also manchmal, ich glaube, ihr kennt das, wenn man einfach echt nicht schlafen kann, weil der Biorhythmus es nicht zulässt, dann chill ich da und lese halt tatsächlich was, statt halt einfach nur da zu existieren. Ist ja auch dann verschwendete Zeit im Endeffekt. Dann kann man lieber lesen, ne? So, da oben kann ich leider nichts hinstellen, aber ich denke, das ist auch okay. Man sollte vielleicht hier in die Ecke nochmal Lichter stellen, damit das... Na, vorbei, sieht glaube ich auch komisch aus, wenn wir da Lichter hätten, oder? Ich glaube, wir können das so lassen, wenn ich das Ding dann noch zukriege, so. Ich denke, das kann man so als Raum lassen. Hier hat man alles, was man braucht eigentlich. Vielleicht hier nochmal eine Workbench in die Ecke, falls man was craften möchte. So, und was man natürlich auch immer machen kann, wenn man Bücherregale platziert, sind Blumenblöcke. Kann man dann auch nochmal da so hin platzieren. So, jetzt müsste ich da nur unterkommen, perfekt. Und dann sieht das Ganze hier auch schon mal ganz nett aus. Und das Einzige, was jetzt noch fehlt, ist das große Zimmer hier. Hier kommt dann so ein bisschen Aufenthaltsraum hin, mit Fernseher auf jeden Fall und mit... Ja, allem, was man halt so in einem Wohnzimmer haben könnte, wenn man in einem Bunker ist und die Apokalypse auswartet oder sowas. So, dann machen wir noch Blumenblöcke. Pflanzen müssen wir auch noch benutzen. Davon habe ich sehr wenige bis jetzt hier genommen. So, ich mache hier mal überall... Das muss ich jetzt... so einen hinstellen. Und die anderen beiden mache ich voll. Ja, perfekt. Und dann machen wir hier das Ding hin. Dann haben wir schon mal einen fetten Fernseher. Schnappen uns wieder diese ganzen Halbsteingeschichten und platzieren die dann hier hin. Na, wobei hier ist vielleicht besser. Dann ist man nicht ganz so dicht am Fernseher.
Und was man auch noch machen könnte, ist hier so ein kleines Muster. So. Zack. Und dann können wir da nämlich, oder ich mach die mal zu sowas hier. Und die hier nochmal zu sowas. Und vielleicht, nee, ich lasse sie so. Und dann schnappt man nämlich Wolle. Gute Wolle. Wir machen dann nämlich so ein richtiges Sofa draus. So, und jetzt könnte man die nochmal so hinstellen. Beziehungsweise hier so. Und dann haben wir hier etwas, das aussieht wie ein richtiges Sofa. Das ist, glaube ich, auch ganz cool. Und da könnte man jetzt natürlich auch nochmal Banner gegenhängen. So, zack, zack. Da vielleicht, nee, da geht's nicht, okay. Aber so sieht's, denke ich, gut aus für ein Sofa. Und da kann man hier vielleicht nochmal irgendwie so raumteilermäßig nochmal Bücherregale hinstellen. So. Aber dann nochmal hier und hier nochmal zwei und hier oben nochmal einen hin. So. Vielleicht ist das auch zu viel, oder? Ist das zu hoch? Ich glaube, das ist zu hoch. Wenn ich jetzt hier oben... Ja, wobei, da oben könnte man jetzt schön ein paar Pflanzen hinstellen, tatsächlich. Würde ich sagen, schnappen wir uns mal Blumentöpfe. Eine Laterne auf jeden Fall und ein paar Blümchen. Hier nehmen wir mal die weiße, noch eine weiße und einen Bambus. So, dann stellen wir hier nämlich welche hin. Hier machen wir Bambus. Wenn ich den da reinstellen könnte, perfekt. Und hier oben noch eine Laterne hin. So, und dann schnappen wir uns nochmal halbe Türen, wollte ich schon sagen. Hier diese Falltüren. Jetzt haben wir das Ganze auch nochmal so eingerahmt und ich denke, das ist ganz cool geworden. Kann man hier so chillen und hier vorne machen wir dann vielleicht nochmal einen Tisch hin, wo die ganze Familie zusammen essen kann. Oder so. Ich weiß ja nicht. Aber dürfte eigentlich nicht schaden, wenn man sowas mal hier hinbaut. Ist vielleicht sogar ein bisschen groß. Wir machen das mal ein bisschen kleiner. So. Da vielleicht auch wieder. Nee, da stelle ich einfach nochmal hier ein bisschen Blümchen hin. Und ich würde fast sagen, das sieht schon richtig gut aus. Also was man natürlich hier noch machen kann, ist nochmal ein bisschen Teppich dahin zu tun. Also gerade hier vorne. So, mache ich mal so. Dann hier einen so und hier einen so. Und dann vielleicht nochmal einen in die Ecken jeweils. Ich denke, das ist ein guter Teppich geworden. Und was man natürlich auch noch machen muss in so einem Bunker-Szenario, sind natürlich ganz viele Pflanzen. Habe ich zumindest mal gelesen oder gehört, dass man Pflanzen sehr wichtig findet, wenn man einen Bunker baut, weil halt, ja, irgendwie, keine Ahnung, es ist halt so für die Psyche, dass man halt immer Pflanzen sieht und auch wahrscheinlich für die Gesundheit, dass man richtige Luft atmet, die von Pflanzen gefiltert wurde. Und das war absolut ein Meisterwerk meines überragenden IQs, dass ich da jetzt was eingestellt habe. Super, wie hatten wir das denn? Wir hatten das so, hier ein Pluszeichen, hier, glaube ich, war schwarz und hier war grau und dann hatten wir da nochmal so ein, ich glaube, so war das. So, was könnte man hier noch machen? Auf jeden Fall ein Bild, das sieht hier, glaube ich, sehr gut aus. Und dann würde ich schon fast sagen, reicht das hier, weil das ist sonst hier zu eng, wenn man hier jetzt noch irgendwie groß was hat. So, und ich würde sagen, das sieht auch eigentlich schon mal richtig gut aus für so eine Suite. Viel muss halt hier, wie gesagt, nicht sein, aber man hat hier auf jeden Fall alles, was man braucht. Man hat Platz zum Schlafen, man hat natürlich nichts zu essen, aber dafür ist ja die Küche da. Man kann hier ganz entspannt Fernsehen gucken. Ich denke, das passt. Und dann würde ich sagen, machen wir weiter. Als nächstes machen wir auf jeden Fall die Küche. Da freue ich mich immer am meisten drauf, weil Küchen machen immer Spaß, gebaut zu werden. Oder wie auch immer man das sagt. Zuerst müssen wir uns überlegen, wo machen wir die Öfen hin? Ich würde sagen, auf diese Seite hier. Und das bedeutet, wir platzieren hier erstmal ein bisschen Lagerfeuer darunter. Und dann platzieren wir hier Smoker hin zum einen. Und ansonsten würde ich sagen, mache ich nochmal einen weiter nach hier und den weg dafür. So, dann stellen wir hier wie gesagt den Smoker hin. Oder ich mache so oder den Smoker, dann hier einen normalen Ofen hin. Und dann hier so einen wieder. Und hier vorne kommt dann noch ein bisschen Fläche und da kommen dann Cauldrons drauf, also Kessel. Da haben wir Kessel und Water brauchen wir. Dann haben wir nämlich, das mache ich nämlich meistens so, dass wir ein heißes Wassergefäß haben und eins mit nicht so heißem Wasser, also nebeneinander. Was man dann immer noch machen kann als kleines Detail, ist eine Glasflasche zu nehmen und einmal rechtsklick auf den mit dem heißen Wasser zu machen. Weil jetzt sieht es so aus, als würde das hier verdampfen, was natürlich auch irgendwo irgendwie der Fall ist, wenn man halt Sachen erhitzt. Und was man natürlich auch immer machen kann auf Öfen ist, nochmal so Detector Rails, das sieht nämlich auch, als wären das so, ja, Kochplatten. Und dann machen wir hier vorne erstmal so einen kleinen Block, wo man halt Sachen schneiden kann. Und ich finde, die hier sehen immer aus wie Bretter. Deswegen, also wie diese Bretter, die man halt hat, wo man halt sein Frühstück drauf schneidet quasi. Das finde ich eigentlich ziemlich nice. Man könnte auch zwei davon daneben machen vielleicht. Dann hat man hier noch ein bisschen mehr Fläche. Und dann würde ich sagen, machen wir hier vorne dann Kühlschränke hin. Wobei, Kühlschrank, machen wir hier einen Kühlschrank hin? Vielleicht einen Kühlschrank oder daneben ein Regal. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Leute, wir schnappen uns hier das hier. Dann brauchen wir Iron
Ja, wobei ich nehme lieber Quarz, also Smooth Quarz nehmen wir dafür. Zack, hoppala. Und natürlich eine Eisentür, oder zwei Eisentüren vielmehr. Und zwar baue ich den meistens so, oder schon seit Ewigkeiten eigentlich. So, und dann einfach die Türen davor. Und dann passt das. Sieht doch echt aus wie ein Kühlschrank, oder nicht? So, und daneben machen wir jetzt einfach hier nochmal so ein bisschen auf Regal angelehnt. Hier sind ein paar Stufen hin. Sollte eigentlich auch erkennbar sein, was das Ganze hier sein soll. So, was man denn noch machen kann, sind erstmal Schilder schnappen. Und diese Schilder dann erstmal gegen den Kessel zu platzieren, weil dann sieht das Ganze so aus, als wäre das so ein bisschen verkleidet vielleicht. Was eigentlich auch ziemlich nice ist. Und hier vorne könnte man ansonsten nochmal... Ja, so eine extra Schicht ist vielleicht auch doof, ne? Also ich muss jetzt mal überlegen, was gibt's denn hier noch? Wir brauchen auf jeden Fall noch eine Kochinsel hier irgendwie in der Mitte. Dafür schnappen wir uns nochmal... Achso, die haben wir hier schon. Und dann vielleicht nochmal ein Lagerfeuer, was wir in die Mitte da packen. Und obendrauf machen wir vielleicht nochmal einen Trapdoor, so. Ich würde sagen, wir machen das Ganze. Wir müssen uns jetzt überlegen, wo das hin soll. Und ich würde sagen, hier ist ein guter Platz. Das bedeutet, wir gehen hier einmal drumherum mit den Stufen. So. Platzieren dann hier diesen Block weg. Machen da so ein Ding hin. Und obendrauf nochmal so eine Platte. Und dann sieht das halt so aus, als könnte man hier irgendwie noch was machen oder so. Keine Ahnung. Ich bin kein Koch, ich weiß nicht, wie man das alles nennt. Ist aber auch egal. Ist nicht so wichtig. So, hier vorne könnte man nochmal ein paar Kochbücher vielleicht hinstellen. Und auch ein Lecturn-Table, wo man sich die dann nochmal nachlesen kann. Ich würde sagen, wir stellen die mal hier hin und dann machen wir hier vor vielleicht so einen Nachlesetisch, wo man halt wie gesagt nochmal nachlesen kann, wenn man irgendwas nicht mehr weiß. So, und da oben machen wir dann, ich mache glaube ich doch lieber die da oben drauf. Und Lumenblöcke schnappen wir uns auch noch, weil die nochmal halt aussehen wie so ein leeres Fach einfach. Das ist glaube ich ganz cool. Ja, wir können das auch so machen und dann platzieren wir daneben welche, die von oben nach unten gehen und hier oben nochmal eine Reihe, ganz einfach so. Zack. Ich denke, das sieht schon mal ganz gut aus, dann kann man hier sein Buch lesen. Machen wir vielleicht doch asymmetrisch, das ist glaube ich immer ein bisschen besser. Und was wir denn hier natürlich auch noch machen können, das bietet sich ja absolut an, ist nochmal ein Regal drumherum. So, das könnte man dann von hier bis nach da einfach ziehen. Hoppala. Wobei man hier in der Mitte dann vielleicht so eine Tunnelabzugshaube machen sollte. Die machen wir jetzt mal aus... Man könnte sie aus Quarz machen. Ich glaube, ich mache sie auch aus Quarz. Das wären ja diese drei Blöcke hier. Das bedeutet, wir machen hier so... Ja, wobei, man könnte das so machen. So. Das sieht einigermaßen gut aus, würde ich sagen. Dann machen wir hier so. Und das sind nicht die Smoothen. Ups. Ich nehme immer Smooth dafür, weil die sich besser verbinden, die Blöcke. Und dementsprechend machen wir das hier auch natürlich. Machen das dann vielleicht hier so nach oben. Hier nochmal einen ganzen Block rein. Oder nochmal so einen hier, zack. Dann sieht das doch aus wie eine riesige Dunstabzugshaube. Sollte auf jeden Fall passen. So, ansonsten, was könnte man denn hier noch rein tun? Ich denke, das reicht sogar so weit. Was man natürlich hier dann noch machen kann, ist natürlich auch nochmal so ein bisschen Tresen-Feeling hier. Dann hier vielleicht auch nochmal. Dann machen wir das so. Oder hier vielleicht dann auch so. Und dann machen wir da nochmal einen Kuchen hin. Die stehen ja meistens so irgendwie auf der Kante. Das kennt man, glaube ich. So, ist glaube ich beim Essen, genau. Den stellen wir dann hier hin. Hier kommt noch eine Glocke hin, falls man fertig ist mit Kochen oder sowas. Hier kann man vielleicht auch nochmal einen Kuchen hinstellen. Dann haben wir noch so einen Wetzstein, den man benutzen kann, falls man irgendwie sein Schwert schärfen, oder sein Messer, natürlich, ja, kein Schwert, sondern Messer, schärfen möchte. Und ich würde sagen, wir platzieren das Ganze hier nochmal ein weit in die Mitte tatsächlich. Weil wir dann hier vorne nochmal was machen können. So, düpp, 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 dann machen wir sowas hin. Zack, zack. Dann den da wieder drauf und natürlich auch den Kuchen, den machen wir doch mal auf die andere Seite. Und dann machen wir hier nämlich noch ein Regal hin, wo Schnaps drinnen lagern wird. Jetzt brauchen wir noch Halbsteine, die haben wir hier auch. Perfekt. Das Ganze machen wir dann hier oben auch nochmal. Zack. Und da schnappen wir uns jetzt nämlich einfach die Fässer, die Haken und die Brewing Stands, die sind glaube ich hier. Zack. Dann machen wir hier nämlich so einen hin, daneben zwei Fässer. Oben drauf auch nochmal zwei Fässer mit Haken dran. Das sieht nämlich so aus, als könnte man da dann was zapfen. Und dann stellen wir hier vielleicht ein paar Seegurken hin auf den Tresen hier. Das sieht dann nämlich so aus, als würde man hier diese Gläser nehmen und dann hier direkt befüllen und dann hier hinstellen vielleicht. Da stelle ich auch nochmal zwei hin. Und ich glaube, das ist ganz cool geworden hier so insgesamt. Wir haben eine ziemlich große Küche, man hat hier viel Platz, man kann viel machen. Ich denke, das passt auf jeden Fall. Und jetzt müssen wir uns natürlich noch hier um den Raum kümmern, wobei ich glaube, den machen wir später. Wir machen jetzt erstmal nochmal was anderes. So, wir kümmern uns jetzt erstmal um das Badezimmer hier vorne. Das erste, was ich mache, ist erstmal diese Kabinen hier
wo die Toiletten rein sollen, erstmal ein bisschen, ich guck mal hier, ja, die kann ich wegmachen, erstmal ein bisschen Licht reinzubringen. Und zwar machen wir das folgendermaßen. Wobei, man könnte hier eigentlich schon fast ein Muster machen. So, und zwar, wenn ich jetzt hier hingehe, genau, dann kriege ich hier nämlich diese halben Sonnen hin. Perfekt, oben machen wir dann, kein Wasser hin, sondern diese da. Und dann machen wir da weißes Glas hin. Und dann sieht das schon mal eigentlich ziemlich angenehm aus. Das gleiche machen wir hier auch nochmal. So, wobei wir das hier dann von der anderen Seite haben. Ach, das ist ja blöd. Wie mache ich das? Nee, so nicht. Vielleicht so auch nicht. Ich weiß nicht, wie man das Muster jetzt umdreht quasi. Ah doch, so geht's auf jeden Fall. Nee, voilà. So, so geht das. Von hier. So, und jetzt müssen wir irgendwie das Ding noch nach oben kriegen. Wenn ich von der anderen Seite mache wahrscheinlich, ne? Also wenn ich jetzt so mache. Nee, Okay, das ist jetzt ein bisschen überfordernd tatsächlich. Wie mache ich denn das? Also, ich probiere es mal aus. So rum geht's nicht. So rum geht's nicht. So rum geht's doch nicht. Dann machen wir es einfach so rum, scheißegal. So, da wird eh keiner drauf achten, denke ich mal. So, Seelaternen oben rein, Glas oben rein und jetzt bauen wir die Toilette hier hin. Dafür brauchen wir auch noch Endrods. Die haben wir da. So, Toilette machen wir hier das Standarddesign. Das bedeutet hier einen hin, hier einen hin. Wow. So, dann von der anderen Seite einen dagegen. Voila, da war nicht ganz richtig. So, dann stellen wir hier nochmal ein Endrod hin und da oben drauf kommt dann nochmal so eine, so eine Dingsbums halt, ne? Ihr wisst, was ich meine. Eine Trapdoor aus Eisen, genau. So, hier kommt das gleiche nochmal hin. Und wenn wir das gemacht haben, dann kümmern wir uns mal hier ein bisschen um die Duschen als nächstes, würde ich sagen. Dafür machen wir hier erstmal das alles weg. Und ich würde sagen, hier machen wir die ähnliche Beleuchtung rein. Wobei wir hierfür vielleicht... ich nehme mal diese... Nee, wir nehmen was anderes dafür. Wir nehmen irgendwas anderes dafür. Was gibt's denn noch? Ich könnte auch dieses Sandmäßige nehmen. Können wir eigentlich auch mal austesten. Also das bedeutet hier nach oben. Hier kommt dann Sand hin, oder? Ja, hier kommt dann Sand hin, genau. Auf diese Höhe hier. Hier machen wir dann Halbsteine hin und wieder Sand. Also, das heißt Sand, ich sage immer nur Sand, das ist ja eigentlich... ist das Concrete, genau. Oh, jetzt habe ich keine davon mehr. Uff. Müssen wir uns mal hier holen. So. Aber es sieht halt aus wie Sand und hat dieselben Eigenschaften, deswegen sage ich immer Sand. So, dann machen wir das hier voll. Hier machen wir dann vielleicht wieder sowas hin und dann hier sowas hin. Dann machen wir da diese hin. Wundervoll. Und dann brauchen wir wieder tatsächlich die Endrods. Und ja, okay, jetzt ist das natürlich ein bisschen blöd, dass ich das gemacht habe. Wir machen mal diese hier weg und stellen da ganz normale Quarzdinger hin. Machen dann so und so. Das sieht dann aus, als wären das Duschköpfe. Und ich denke, das kann man auf jeden Fall so durchgehen lassen. Und hier machen wir das Ganze dann wieder... Ja doch, wir nehmen einfach das hier. Wir machen das hier zweimal so übereinander. Sieht, glaube ich, auch ganz cool aus. Und hier unten könnte man dann halt nochmal irgendwas anderes benutzen. Zum Beispiel, das hier passt auch immer noch gut zu Badezimmern, finde ich. So, dann machen wir so. Dann so und dann so. Ich glaube, das kann man auf jeden Fall auch so lassen. Zack. Dann machen wir hier nochmal irgendwie so zwei Blöcke hin. Und dann haben wir hier auch schon mal die Duschen fertig. Was auch ziemlich nice aussieht. Man kann jetzt allerdings reingucken. Dafür gibt es aber vielleicht eine Möglichkeit. Ich guck mal, ob das gut aussieht oder nicht so. Und zwar könnte man denn ja quasi hier so diese Duschvorhänge nach links und rechts ziehen. So, die kommen dann quasi aus der Wand und dann zieht man die da hin. Und wir tun mal so, als wäre das hier so Milchglas, dass man nicht durchgucken kann. Und dann sollte das, denke ich, fit gehen. Vielleicht könnte man hier oben, wenn ich schnell genug... Okay, ich bin natürlich nicht schnell genug. Doch solche lieber hinstellen. Sieht, glaube ich, ein bisschen cooler aus. So, und dann natürlich wieder von innen, aber oben drauf den... Ach, jetzt kommen wir da nicht ran. Ich baue mir hier selber Steine in den Weg. Oder Sand vielmehr. So, dann bauen wir hier wieder dieses Sandzeug, das ich jetzt nicht mehr im Inventar habe. Nehmen wir uns das mal hier. Zack. Und jetzt müssen die Duschen eigentlich fertig sein. Das sieht auch ganz cool aus. Und dann könnte man da vielleicht einfach noch einen Knopf hinhängen oder so, dass man weiß, dass man da... drücken muss und dann geht das hier los. So, ich denke, das ist okay. So, was wir jetzt machen, ist erstmal was hier draußen. Und zwar stellen wir hier vorne mal entweder einen Fernseher hin. Ich würde sagen, wir stellen hier einen Fernseher hin. Einen großen, großen Fernseher stellen wir hier hin. So, und auch wieder mit... Na, wobei, ich mache hier mal was anderes da unter. Da machen wir mal nur Lumenblöcke unter, dass man denkt, dass das irgendwie so eine Ablage oder sowas. 1, 2, 3, 4... So, ne, 5 Stück brauchen wir. So, dann kommt da irgendwas hin. Oder ist das zu groß? Das ist zu groß, wir machen den so. Und dann machen wir jetzt wieder zack, 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 zack.
Fernseher draus. Und dann haben wir hier nämlich die Möglichkeit, ein paar Blöcke hier wegzumachen. So. Zack, zack, zack. Können wir die hier nämlich alle wegmachen. Und hier hinten eine extra Wand hin tun. So. Dann haben wir nämlich die Möglichkeit, hier so eine Badewanne zu machen, die so ein bisschen so hineingeht in die Wand quasi. Das ist, glaube ich, eine richtig coole Sache. Dafür stellen wir hier nochmal welche hin und dann schnappen wir uns nochmal hier diese die Stufen. Platzieren hier einmal drumherum. Ich glaube, das ist zu groß. Ja, das ist auf jeden Fall zu groß. Wir machen die Wanne nicht zu groß. Sind ja immer noch ein bisschen auf dem Boden geblieben hier, obwohl es ein Luxusbunker ist. Also ich denke, so kann man, das ist immer noch eine riesige Wanne, ne, aber so kann man es einigermaßen vertreten. Dann schnappen wir uns den hier nochmal, platzieren den hier in der Ecke. Und dann schnappen wir uns Wasser, Water und man könnte doch noch Beleuchtung reinmachen, aber ich glaube, das ist nicht so wichtig. So, den hier machen wir wieder weg. Ich finde es immer so schwierig, mit Wasser hier zu arbeiten in solchen Gefilden. Aber ich denke, so kann man es lassen. Hier könnte man dann nochmal so eine Reihe machen. Sieht, glaube ich, gar nicht so schlecht aus. Man könnte hier vielleicht tatsächlich so ein bisschen, wie wir es aus dem anderen Dings gewohnt sind, noch ein bisschen goldgelb machen. Damit hier mal ein bisschen Farbe reinkommt in den Laden hier. So, was haben wir noch? Gold brauchen wir noch. Gold haben wir da. So. Dann lassen wir allerdings natürlich diesen einen hier noch frei. So. Ich denke, das sieht so gut aus. Und man hat hier dann natürlich auch kein Licht allerdings. Ich weiß nicht, wie machen wir das? Wie machen wir da Licht hin? Man könnte jetzt natürlich eine Seelaterne oder zwei da reinstellen. Ja, ich glaube, wir lassen das so. Ich glaube, so ist gut. So, dann machen wir hier in die Ecke nochmal was. Und zwar ein großes Waschbecken mit Water natürlich wieder. Und mit einem Henkel-Dingsbumster, wo man halt das Wasser rausholt. Hier nennt man die Dinger nochmal. Wasserhahn, genau. So einen brauchen wir hier natürlich auch. Und was haben wir hier? Was können wir hier noch hinstellen? Wir können hier natürlich noch ein bisschen so Handtücher hinstellen. So, die hier brauchen wir und diese hier. Und dann brauchen wir natürlich auch noch hier sowieso irgendwas auf dem Fußboden. Dann würde ich sagen, stellen wir uns nochmal diese hier. Machen dann hier so ein kleines Musterchen rein, dass man sieht, dass man hier irgendwas hinlegen kann zumindest. Das kann ja auch ruhig bis da gehen, das ist, glaube ich, gar nicht so schlimm. Dann machen wir hier, hier hängt man dann so seine Sachen an, wenn man duschen geht oder sowas. Dann können wir hier nämlich nochmal bis ans Ende durchgehen damit. Dann legen wir hier nämlich noch einfach ein Teppich hin, was immer passt. Da drei hin, hier auch drei, dann hier so ein, da so ein. Das ist, glaube ich, ganz gut. Dann machen wir hier vorne nochmal so ein, wo man denn so rüber geht. Oder? Nee, das ist, glaube ich, nicht passend. So, lassen wir einfach mal so. Und dann ist jetzt die Frage, machen wir hier dann auch nochmal irgendwie ein Licht hin oder sowas? Wir machen auf jeden Fall die Decke dann noch. Aber an sich ist das, denke ich, hier dann auch soweit fertig. Was man aber noch machen könnte, hier in der Ecke wären vielleicht auch nochmal so ein kleines Regal-Dingsbums. Nee, okay, das funktioniert nicht. Ja, okay. Eieiei, dieses Wasser, ne? Das ist so nervig, dass das einfach den Teppich wegspült quasi. Finde ich zumindest. So, aber jetzt haben wir schon mal ein besseres Design. Also was eigentlich gar nicht so schlecht, dass er das weggespült hat. Was wir noch machen können, sind hier oben zum Beispiel nochmal ein paar Blümchen draufzustellen. Oder beziehungsweise, ich finde Bambus sieht richtig gut aus in Blumentöpfen. Deswegen machen wir das hier mal hier hin. So, aber ansonsten würde ich sagen, lassen wir das auch so, die Decke, wie gesagt, das wird wieder nicht so spannend, das erspare ich euch. Aber ich denke, so kann man das auf jeden Fall als Badezimmer durchgehen lassen. Und dann kümmern wir uns jetzt mal um was anderes. So, als nächstes kümmern wir uns jetzt um die Speisekammer. Ich habe die jetzt ein bisschen größer gebaut. Hier soll auf jeden Fall erstmal so ganz normaler Vorratsraum rein. Hier vorne gibt es dann so eine Räucherkammer. Und ganz hier hinten, womit wir auch anfangen werden, gibt es so einen Frostraum. Wie nennt man das denn? So einen Kühlraum, genau. Und da machen wir jetzt erstmal hier eine Schicht mit ganz normalem Blue Ice hin. So. Und die werden wir jetzt nochmal mit dem, also die ganzen Lücken werden wir jetzt mit dem komprimierten Eis nochmal ausbauen, damit man einfach so ein bisschen so eine Textur hat und nicht immer alles das gleiche ist. Ich glaube, ihr wisst langsam, wie ich das meine. So, zack, 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 zack. Hier nochmal, da nochmal, überall noch ein bisschen. Und wenn wir das gemacht haben, dann stellen wir davor nämlich noch ein paar Blöcke. Und auch ganz normales durchsichtiges Eis. Und dann kann man da halt durchgucken und sieht dann halt, dass dahinter noch was ist. Das ist eigentlich so der einzige Grund, warum wir das gemacht haben. Das bedeutet hier nochmal, zack, zack, zack. Dann schnappen wir uns das blaue Eis, machen hier auch nochmal ein bisschen was. So. Den nochmal weg. Und den Rest machen wir jetzt ganz normal mit normalem Glas, mit normalem Eis meine ich. Voll. Wobei wir in der obersten Reihe tatsächlich eigentlich
das nicht machen dürfen, weil sonst kann man ja oben noch durchgucken. Dafür nehmen wir dann jetzt hier mal das ganz normale Eis nochmal. Zack, zack, zack. Dann machen wir hier den Rest voll mit Eis. So. Das sieht, glaube ich, ganz cool aus und man weiß halt direkt, okay, das hier soll so ein Gefrierraum sein oder was hatte ich eben gesagt? Kühlraum, glaube ich. So, jetzt ist nur die Frage, jetzt müssen wir hoffen, dass hier, wenn ich in der Mitte einen Seelaternenblock setze, dass das Ganze hier nicht anfängt zu schmelzen. Das werden wir jetzt mal ausprobieren und ich hoffe, dass es so funktioniert und man kann da tatsächlich noch ein bisschen durchgucken. Ach nee, das ist die Spiegelung, okay. Alles gut. So, dann machen wir hier nämlich noch ein paar Regale hin. So, wo wir dann noch ein paar Sachen draufstellen werden. Und das Ganze machen wir dann hier nochmal ein bisschen weiter. Geht bis hier vorne. Und hier können wir dann halt noch meinetwegen noch mehr Eis hinbauen. Und, okay, das hätte ich nicht machen sollen. Das war auf jeden Fall zu dicht. Vor allem, wie schnell das auch alles weggeht, ne? Aber ich glaube, das liegt daran, dass ich den Random Tick Speed erhöht hatte. Den habe ich ja hier ein bisschen höher. So, geht das auch mal wieder weg. Ja, wunderbar. Dann können wir hier nämlich noch ein bisschen Schnee hinstellen. Ich wusste gar nicht, dass man keinen Schnee auf dieses Eis setzen kann. Kann man das auf Blue Eis setzen? Ja, auf Blue Eis geht das, aber nicht auf komprimiertem Eis. Ist ja auch witzig. So, dann da oben noch ein bisschen was hin. Das sieht, glaube ich, ganz cool aus. So, und dann machen wir nämlich hier wieder was. So, zack, das geht nach da. Dann machen wir hier nochmal... Na, ich mache noch hier so das Ganze. Dann geht das bis hier vorne. Und hier hat man dann wieder so ganz normale Fächer, wo man noch was reinsortieren kann vielleicht. Ich glaube, es sieht so ganz gut aus und da werden wir jetzt halt noch ein bisschen was hinstellen. Und vor allem auch noch ein bisschen was an die Decke hängen. So, erstmal machen wir hier aber nochmal ein bisschen mehr Decke. Und zwar mache ich dafür erstmal, oder wobei, die können auch ein weiter nach unten, so ein paar Andesit... ja, Dingsbums halt, machen wir dahin. Und da drüber machen wir nämlich überall Eis. So, damit das aussieht, als wäre das nämlich schon so, als wäre die Decke noch so eingefroren, zum Beispiel auch noch. Und dann haben wir hier noch komprimiertes Eis, ja. Das machen wir dann hier in die Zwischenräume noch. Ich glaube, das sieht ganz cool aus und hat eine coole Optik. Und das wäre natürlich richtig cool, wenn man jetzt hier noch irgendwie so Eiszapfen hätte, die hier so runterhängen. War das, glaube ich, ein bisschen zu viel des Guten. Ja, ne? Also ich denke, man weiß, was gemeint ist auf jeden Fall. Wenn ich das so mache, den hier vielleicht nochmal weg und so oder so. Nee, okay, das ist zu viel. Wir machen den nochmal dahin. So, und dann da vielleicht nochmal komprimiertes Eis hin. Dann sollte das auch reichen. So, wo habe ich denn den Dingsbums hingetan? Da habe ich den Dingsbums. So, dann brauchen wir natürlich hier wieder alles mögliche mit Kisten und mit Barrels und was auch immer wir hier alles reinstellen können. Und natürlich vielleicht nochmal ein Handtuch, kann man hier ja vielleicht, na doch, das ist unnötig, okay, das lasse ich, ist mir schon aufgefallen, dass es unnötig ist. Was man jetzt natürlich cooles machen kann, ist hier zum Beispiel Fleisch an die Decke zu hängen. Machen wir mal hier hin. Und dann machen wir da nämlich einfach nochmal Nether-Quarz mit rein und das sieht dann so aus, als wäre das hier schon so ein bisschen eingefroren vielleicht. Da hängen, können wir ja hier nochmal ein bisschen was hinstellen und vielleicht den hier auch unterhängen. Geht das? Nee, okay, das geht nicht. Aber man könnte den höher machen. So. Dann sieht das nämlich so aus, als würde das hier, wie gesagt, hängen. Und schon eingefroren sein oder sowas. Das ist natürlich eine coole Idee. So, hier oben packt... Also, die Kissen kann man zwar nicht aufmachen, aber ich denke, das ist trotzdem eine gute Idee, da noch was hinzustellen. So, hier vorne machen wir dann nochmal ein paar Fässer hin. Und hier nochmal so und da, zack. Dann kann man hier auch noch vielleicht so ein paar Fässer einfach so hinstellen. Die dann hier so stehen und hier vorne nochmal. Weil der Raum halt so, schon so voll ist und sowas. Ich glaube, ihr wisst alle, was ich damit meine. Und hier in der Ecke... kann man natürlich kein Dings hin machen, kein Schnee, weil es halt wieder wegschmilzt, wegen der Seelaternen. Aber, ich mach da nochmal was hin, so hier nochmal so ein Fleischding. Und da oben drauf machen wir jetzt aber nochmal Teppich, damit man das hier nicht sieht. So, und ich würde sagen, das reicht dann auch eigentlich und sieht ganz gut aus. Ich bin ganz zufrieden mit dem Kühlraum, man kennt auf jeden Fall, oder man erkennt auf jeden Fall, was das hier sein soll. Und ich glaube, ich mache da nochmal eine Schicht Halbsteine hin, damit das Ganze hier nochmal ein bisschen mehr Tiefe bekommt an der Decke. Den hier müssen wir dann allerdings leider so lassen. Aber ich denke, so kann man das auf jeden Fall lassen und ich denke, man erkennt das Ganze hier. So, wobei ich kann da nochmal kurz rein, zack. Jetzt haben wir ziemlich diese Blöcke hier, die brauchen wir jetzt ziemlich für die Räucherkammer. Da können wir nämlich auch nochmal sowas bauen. Das bedeutet hier vielleicht und da und dort. Stellen wir nochmal ein bisschen Fleisch hin, was dann nochmal geräuchert werden kann. Ich finde, das sieht eigentlich richtig gut aus und was man natürlich auch noch machen kann, ist sich Wasser zu schnappen und vielleicht hier diese hier, machen wir noch Water Splash Bottles und die werden wir jetzt mal hier hinstellen und zwar machen wir hier erstmal so einen kleinen Tisch und hier vorne vielleicht auch, da oben drauf kommt ein Lagerfeuer und dieses Lagerfeuer machen wir aus, mit diesen Werftränken geht das ganz gut
Dann können wir hier vielleicht auf den Fußboden auch nochmal was hier stellen. So, und da können wir jetzt mich... Ach nee, shit, ich hab's verkackt. Oh nee. Oh nee, ich hab's ja wirklich verkackt. Okay, pass auf. Wir nehmen uns hier mal ganz alles mögliche an Fleisch. Zack, zack, zack. Weil jetzt kann man nämlich kein Fleisch mehr draufsetzen, das ist doof. Sondern so können wir noch Fleisch draufsetzen. Und dann müssen wir es aber schnell ausmachen. Das bedeutet, wir machen Lagerfeuer, setzen dann einmal alles drauf und machen es dann aus. So. Bedeutet zack, zack, zack. Hier nochmal ein bisschen davon, 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 davon. Und dann machen wir es aus. Und dann wird das Ganze hier nämlich so langsam gegart. Und ich glaube, es gibt noch mehr Fisch hier. Den Raw Corn können wir auch nochmal nehmen. Und Raw... Ach nee, das ist schon gekocht. Okay, was gibt's da noch? Was habe ich da noch nicht an Fleisch? Ich glaube, ich habe alles. Nee, das Schwein habe ich noch nicht. So, dann machen wir hier nämlich noch so. Machen die auch wieder aus. Und dann sieht das hier halt... Ich könnte hier auch noch mal eins hin tun eigentlich. So. Dann sieht es halt so aus, als würde das hier nochmal irgendwie, ja, geräuchert werden halt. Ich denke, das ist auch ganz cool. Und ja, das ist eigentlich so alles für den Raum. Jetzt müssen wir das hier natürlich noch machen. Und jetzt natürlich die Frage, das ist natürlich ein relativ kleiner Raum für ein komplettes Lager. Also hier soll ja theoretisch alles rein. Und dementsprechend würde ich sagen, machen wir hier riesige Regale an die Wand, die wir, glaube ich, schon kennen. Die haben wir schon mal gebaut. So machen wir das nämlich. Denn hier die ganze Wand natürlich voll. So, zack, zack, zack. Dann machen wir hinten nämlich Halbsteine hin an die Wand. Und davor machen wir dann hier diese Falltüren. So, ich mache erstmal eine Seite fertig und dann könnt ihr das ja für die andere Seite übernehmen, falls ihr überhaupt mitbaut. Falls nicht, ist ja auch nicht so schlimm. Dann suchen wir uns jetzt mal die ganzen Blöcke, die wir benutzen wollen. Wir wollen natürlich auch noch Dings benutzen. Hier Kisten auf jeden Fall noch und vielleicht ein paar Barrels. Das müsste eigentlich reichen. So, und dann machen wir nämlich auf der zweiten Etage das Ganze ein bisschen ähnlich. Allerdings machen wir hier dann so... Also man hat ja, so ist ja theoretisch das Design, aber wir machen es so, dass man halt die Kisten, die hier noch wären, aufmachen könnte, wenn man möchte. So, das bedeutet, hier müssen wir halt immer so und dann machen wir den wieder weg. Dann machen wir da nochmal zwei hin, zack, zack. Und natürlich muss dann auch die Decke noch ein bisschen höher, aber das werde ich dann gleich machen. Weil es halt, wie gesagt, diese spannenden, die unspannenden Sachen, meine ich, die schneide ich natürlich raus. Und dann stellen wir hier noch ein paar Kisten hin, die können auch mal so stehen vielleicht. So meine ich natürlich, oh, ich kriege das nicht hin. So, vielleicht nochmal so eine davor, dagegen, dann machen wir noch Fässer hin, die hier natürlich rumstehen, zack, nochmal so rum ein paar, auch noch auf dem Fußboden welche, und dann stellen wir da noch einen Kürbis hin, und einen mit Gesicht, und ein Melönchen, hier vorne machen wir auch nochmal ein paar Melonen hin, und einen Kürbis daneben, so, nochmal hier das, ich glaube, so in dem Design ungefähr werde ich das hier auch nochmal machen, und natürlich auf der anderen Seite auch noch. Ich habe den Raum jetzt soweit fertig gebaut und ich finde, der sieht eigentlich tatsächlich ziemlich gut aus und vor allem auch ziemlich gefüllt. Und das ist natürlich auch immer wichtig, dass wenn man hier reingeht, man direkt so das Gefühl hat, okay, hier ist alles voll. Das ist immer, glaube ich, ganz gut. Wobei ich gerade überlege, ich stelle, glaube ich, hier nochmal ein paar Sachen so ein bisschen weiter in den Weg. Hoppala. Ich denke, so reicht das dann auch schon. Hier vielleicht nochmal eine einzelne irgendwo hin. Und ich denke, so kann man es auf jeden Fall lassen. Das nächste, was wir jetzt machen, ist allerdings mal etwas, was hier in den großen Raum kommt. Und zwar soll ich hier nämlich ein Tisch hin, der richtig groß wird, und den werden wir jetzt hier hinbauen. Und ich guck mal kurz, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, das bedeutet, der hier ist ungerade groß, das bedeutet, wir müssen hier einen zwei großen Tisch hinmachen, einen Stuhl hinmachen, so groß in etwa, und dann machen wir hier vorne nämlich eine große Tafel, und ich würde sagen, die machen wir bis hier vorne vielleicht, ich denke, das müsste reichen. So, hier zwischen platzieren wir dann Treppen natürlich. So, und die gehen dann über in Halbsteine hier auf dieser Höhe. Ich hoffe, das sieht gut aus. Ich habe so einen Tisch noch nie gebaut tatsächlich. Und dann benutzen wir nochmal die Falltüren davor. Und ich glaube, hier lasse ich das dann weg, damit das so eine runde Ecke kriegt irgendwie. Ich würde sagen, das reicht so. Hier machen wir dann Stühle jeweils hin. Das bedeutet, hier kommt einer hin, hier kommt einer hin, hier kommt einer hin. Ich mache den doch noch weiter. Wir machen es doch nochmal so. Und dann vielleicht hier vorne noch. Ich denke, das müsste passen. Machen wir hier nehme ich noch einen. Denn ich glaube, ich mache den hier doch weg, und mache hier noch so einen großen Stuhl hin. So, und ich glaube, das sieht soweit ganz gut aus. Dann können wir natürlich hier vorne nochmal, hier hinter meine ich natürlich nochmal, ein paar Türen setzen. Es wird vielleicht ein bisschen eng tatsächlich, wenn man dann hier durchgehen möchte. Also hier jetzt so. Aber ich denke, das ist noch gerade so ertragbar. So, und was wir dann natürlich noch machen müssen, ist das Ganze hier ein bisschen decken. Eigentlich hätte ich auch bunte Rückenlehnen nehmen können, aber ist auch egal.
Ich weiß noch nicht, wie ich das Ganze hier decken möchte. Auf jeden Fall muss hier in die Decke nochmal ein bisschen Verzierung, damit das Ganze hier nochmal ein bisschen cooler aussieht. Ich würde sagen, das machen wir dann auch gleich mal. So, und dann muss natürlich hier an die Wand noch irgendwas. Man könnte da natürlich, das ist glaube ich richtig, also es hat glaube ich die perfekte Größe für mein eines Doppelbild hier. Ich muss mal kurz gucken, dahinter kann ich sogar die Blöcke wegmachen, das ist sehr gut. So, oder kann ich? Ach nee, hier hinter kommt ja noch die Wohnung, ne? Geht die bis hier? Ich glaube, die geht bis da. Dann mache ich das mit der Wohnung ein bisschen anders. Aber auf jeden Fall muss hier dieses Doppelbild hin, das würde nämlich zu gut passen. So, dafür machen wir nämlich noch ein bisschen Hintergrundbeleuchtung, damit das auch gut aussieht. Und dann, das ist jetzt nämlich in meinem Texturenpack so, dass ich hier so ein Riven und Yasu Bild habe, die einfach zusammen sehr gut aussehen. Dann können wir hier hinter halt noch irgendwie, weiß ich nicht, so eine Tische hinstellen oder sowas. Und dann passt das schon, denke ich. So. Ich denke, das sieht schon mal richtig gut aus. Da könnte man jetzt noch irgendwelche Blumen hinstellen und so weiter und so weiter. Ich denke, so kann man das auf jeden Fall lassen. Hier vorne machen wir dann gleich so Bücherregale hin auf jeden Fall. Denn hier vorne Billard. Und hier vorne haben wir schon einen Fernseher. Da könnte man dann auch vielleicht irgendwas Cooles hinbauen. Und dann machen wir in der Mitte hier nochmal so einen Weg entlang. Und dann müssen wir auch noch das Aquarium bauen. Ist auch noch sehr wichtig. Aber ich würde sagen, ich kümmere mich jetzt erstmal um die Decke und überlege mir da was. Und dann können wir uns das gleich mal anschauen. So, ich habe das Deckendesign jetzt aus Holz gemacht. Das sieht so ein bisschen, ich weiß nicht, wie man getäfelt oder vertäfelt oder so. Irgendwie heißt es, glaube ich, so. Und ich habe das Ganze überall gemacht. Und da ist mir aufgefallen, ich glaube, jedes Mal ist die Decke anders geworden. Also, es ist irgendwie habe ich das ein bisschen verkackt, aber es ist vielleicht auch eine ganz coole Sache. Und ich habe hier, glaube ich, noch Deko drauf gemacht. Das kennt ihr, glaube ich, auch noch nicht. Einfach so ein paar Pflanzen. Eigentlich ganz cool. Und ich habe auch einen Teppich angefangen. Und da will ich dieses Muster hier so durchziehen. Und das soll dann hier im Endeffekt bis ganz nach hier gehen. Und hier vorne habe ich dann nochmal so ein Tischchen gemacht mit so ein paar Bildern. Und hier vorne halt noch Blümchen. Nicht Blümchen, sondern Bäumchen. Auch keine Bäumchen, sondern Büsche. Jetzt habe ich es endlich mal richtig. Und ja, wir werden jetzt hier erstmal so eine kleine Bücherei machen. Die wird, glaube ich, ganz cool. Und ich überlege gerade, die ganze Wand entweder voll zu bauen. Ich werde mal gucken, wie das aussieht. Oder halt nur ein Teil davon. So, und das Ganze dann so zum Randen mit so mit Holz halt. Ich werde mal gucken, wie das aussieht. So, zack, zack, zack. Und oben so. Dann braucht man noch Halbsteine. Die haben wir hier. Die tausche ich damit mal aus. So. Dann hier ganze Blöcke rein. Und dann hier alle zwei Blöcke oder sowas möchte ich das machen. Ich denke so. Dann hier zack, zack, zack. Sieht das gut aus oder eher nicht so? Ich glaube, das sieht irgendwie nicht so gut aus. Aber ich habe auch ehrlich gesagt keine bessere Idee. Ach nee, da kann keiner hin. So, deswegen würde ich es einfach mal so lassen. Oder ich mache es doch nochmal hier ganz voll. Da können wir nämlich unten nochmal so ein paar Türchen dahin machen. Ich glaube, das sieht gar nicht so schlecht aus. Ich glaube, so kann man das lassen. Das sieht hier oben irgendwie noch ein bisschen. Ich glaube, ich mache mal so. Denn hier oben, dass es so nach oben geht. Ich glaube, das ist besser so rum. Ja, ich würde es sonst so lassen tatsächlich. Wir machen hier vor dann nochmal einen kleinen Teppich auf jeden Fall. Der ist hier so. Der könnte dann hier entlang gehen. So in etwa. Und dann machen wir hier nämlich natürlich wieder Seelaternen hin, damit wir hier Beleuchtung haben. Zack, 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 zack. Hier machen wir dann auch so ein modernes Muster rein. Ich mach mal so, so, so. Dann hier vielleicht so und hier so. Und den Rest machen wir mit Rot. Ich glaube, das sieht gar nicht so schlimm aus. Und dann könnte man hier vielleicht sogar noch die Ecken mit Rot machen. Ich glaube, das sieht cool aus, ja. Dann machen wir hier nochmal, denke ich mal, auch nochmal so ein Regal-Dings hin. Natürlich auch wieder mit allem drum und dran, was dazugehört. Hier, zack, oben nochmal, ein Halbstein oben drauf vielleicht. Vielleicht mache ich doch ganze Blöcke hin, doch. Oder ich mache hier ganze Blöcke hin. Ich kann schon nicht mehr reden, die Aufnahme geht auch schon wieder fast 2 Stunden. Ja, mal gucken, wie weit ich das runterkürzen kann. Ich hoffe ein bisschen, weil ich weiß nicht, ob sich jemand das so lange anguckt, tatsächlich. Aber ich denke, so kann man das lassen. Und dann stellen wir hier vorne vielleicht noch einen Tisch hin, in dem man sich dann setzen kann. So, wenn man lesen möchte eben. Dann stellen wir hier vielleicht einen Stuhl hin und hier. Und hier vorne vielleicht noch einen. Und die natürlich auch wieder mit Rückenlehne und mit Polsterung. Schnappe ich mir mal hier schnell so ein Banner. Ich finde das ein ziemlich cooles Design für so einen Stuhl tatsächlich. Gefällt mir sehr gut. Was man hier natürlich noch hinmachen könnte, ist so ein Leseding. Vielleicht oder hier die Ecke. Ne, okay, da geht's ja nicht. Dann mache ich mal hier so einen in die Ecke. Ich denke, das müsste reichen. Wir haben wieder noch viel Platz, wo man dann halt hin und her gehen kann. Sollte passen, wobei ich das hier noch vielleicht ein bisschen größer baue, tatsächlich den Tisch. So, dass er halt bis zur Mitte geht. Dann stellen wir da noch so einen hin vielleicht. Zack. Ja,
Ja, so müsste das eigentlich passen. Wir haben hier oben auch noch einen Kronleuchter natürlich. Das ist, wie gesagt, überall dasselbe Design. Und man könnte dann vielleicht hier nochmal sowas bauen. Und dann da unter vielleicht solche mal zur Abwechslung. Klatschen wir solche noch dagegen und oben drauf natürlich auch. Aber wobei oben drauf können wir vielleicht Halbsteine machen. So, und dann vielleicht da oben gegen? Ne, okay, das sieht komisch aus. Dann machen wir hier nämlich einfach das Ding dicht. An dieser Seite. Machen denn da vielleicht noch welche hin? Das sieht das gut aus. Ich glaube, so kann man es lassen. Weil dann hat man nämlich hier nochmal so eine Ecke, wo es einfach nur Bücher gibt. Ich glaube, das ist auch ziemlich cool. Da stelle ich vielleicht auch nochmal einen Stuhl hin oder so. Vielleicht hier so hin. Oder hier. Ich mache den einfach da hin. Und danach sieht doch komisch aus. Ich mache da noch so ein Lesepult einfach hin. Oder ich stelle da das Lesepult vielleicht hin. Ich denke, so wird das gehen. Einfach so eine kleine Bücherei, dass man halt immer was zu lesen hat. Wobei man hier vielleicht auch noch eine hinstellen könnte. Im selben Design vielleicht. Bedeutet hier zack, zack, zack. Bis hier ungefähr. Dann machen wir da Bücher hin. Oben drauf nochmal. Sowas vielleicht. Und ich überlege, man könnte vielleicht doch lieber diese hier hinstellen. Ich glaube, es sieht ein bisschen cooler aus. So, also hat jetzt keinen Grund oder so, einfach nur das Optische halt. Dann machen wir das nämlich hier auch. So. Dagegen. Ich glaube, so sieht das gut aus. Ich glaube, jetzt haben wir es langsam. Und hier könnte man tatsächlich eine Tür hinstellen. Zack. Ja, ich denke, so kann man es auf jeden Fall lassen. Das sieht gut aus. Hier könnte man sogar vielleicht nochmal den ein oder anderen Loom-Block reinstellen. Wenn der von der Rückseite nicht. Ja doch, das sieht gut aus. Ja, ich denke, so kann man das lassen mit der kleinen Bücherei hier. Ist ganz nett geworden tatsächlich. Dann würde ich sagen, kümmern wir uns hier vorne nochmal um das große Sofa. Dafür schnappen wir uns hier nochmal die Blöcke, die wir hier haben. Also das hier. Nochmal weg. So, zack. Den hier brauchen wir. Nochmal Halbsteine. Das da. Das müsste eigentlich reichen. Und hier machen wir dann ein schön großes Sofa hin. Das dann vielleicht hier so anfängt. Dann hier rumgeht. Dann wieder bis hier vorne. Oder ist das? Ja, doch. Ich glaube, so kann man es lassen. Na, wobei ich muss noch einen größer machen, damit es ungerade ist. Und dann kann ich damit besser umgehen. So. Wobei ich das vielleicht so mache. Dann hier ganze Blöcke rein. In der Mitte lasse ich die nochmal sein. So. Und da kommt dann jetzt nämlich, oh, hoppala, da kommt dann jetzt nämlich die rote Wolle hin. So in etwa vielleicht. Dann machen wir hier Halbstein. Ich bin schon, wie gesagt, die Aufnahme geht schon viel zu lang. Das ist schon wieder nicht mehr angenehm hier. Nein, Spaß. Geht ja noch. Noch geht's ja, ne? Also ich würde sagen, so sieht das. Das ist, glaube ich, zu hoch, ne? Ja, das ist zu hoch auf jeden Fall. Mach ich einfach so. Zack, da oben so ein Dach auf. Und jetzt ist halt die Frage, wie machen wir denn hier die Seiten? Oder wollen wir die einfach so lassen? Das sieht vielleicht ein bisschen komisch aus, oder? Vielleicht die hier einfach wegmachen. Und dann hier nochmal zack. Zack. Und dann hier vielleicht nochmal so eine Armlehne nach oben. Dann können wir die theoretisch so machen. Ich glaube, das ist okay so. Wobei man es hier vielleicht so machen könnte. Dann hier hinten vielleicht auch nochmal so ein Muster hin. Bedeutet so vielleicht und dann da oben drauf. Da könnte man hier noch was hinstellen. Ja, ich glaube, ich lasse das so. Das sieht nämlich nach einem richtig großen Sofa aus, richtig königlich. Da unten machen wir natürlich dann auch noch Lichter hin. Zack, zack, zack. Kein Fernsehtisch, sondern Lichter. Ich würde sagen, wir machen so. So, das hier jetzt in der Mitte. Na, das ist ja blöd. Okay, da müssen wir jetzt irgendwie was überlegen uns. Nochmal so. Dann hier vorne nochmal drei und hier nochmal drei. Ich denke, so kann man das auch auf jeden Fall lassen. Da und da einen hin. So sieht das, glaube ich, cool aus. Und dann können wir hier auf der Rückseite halt, wie gesagt, nochmal so ein paar Sachen hinstellen einfach. Und hier vorne machen wir jetzt nochmal ein bisschen Tischtennis. Passt hier wahrscheinlich nicht hin, sondern wir machen hier nochmal ein bisschen Billard hin. Dafür brauchen wir nochmal eine schwarze Umrandung, wobei, nee, das ist hier schon, schwarz eigentlich schon, eine dunkle Umrandung. So, dann machen wir hier ein Loch hin, da ein Loch hin, da ein Loch hin und hier und hier und hier und da und da und da. So, dann stelle ich hier ganze Blöcke rein, zack, wobei wir da natürlich noch einen Schläger hin haben wollen. Und das machen wir natürlich auch. So, hiermit nämlich, mit Schildern, die kann man nämlich zu Schlägern machen. Übrigens auch viele Sachen, die ich hier immer mal wieder als Bautrick verkaufe, habe ich schon mal in so einem Bauhack-Video gezeigt, tatsächlich. Also wenn ihr mehr so Bautechniken wie sowas hier zum Beispiel haben wollt, könnt ihr da gerne vorbeischauen. Wobei ich glaube, es guckt tatsächlich niemand das Video bis hierhin. Wenn doch,
dann schreibt mal Hashtag doch in die Kommentare. Würde mich mal interessieren, ob irgendjemand so weit schaut. Weil ich habe das Gefühl, so gut kommt die Serie gar nicht an, tatsächlich. Also natürlich, jeder findet Bunker cool und so weiter, aber so ein Let's Build davon sich anzuschauen, ist dann natürlich nochmal eine andere Sache, als es halt einfach nur cool zu finden. So, und dementsprechend würde mich das mal interessieren, auf jeden Fall. So, wir machen dann hier nochmal einen Schrank hin, wo man dann vielleicht so ein paar Schläger hat oder so. Die brauchen wir auch noch. Habe ich hier gar keine? Ah doch, hier sind sogar Lampen, aber es ist trotzdem so dunkel hier. Das ist mysteriös. So, ja doch, ich mach so. Zack, 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 zack. Sollte, denke ich, soweit reichen. Jetzt die Frage, was könnte man denn hier noch hinstellen? Hier könnte man einfach nochmal einen Tisch hinstellen, wo man einfach zusammen sitzen kann. Ist vielleicht das Entspannteste. So, dass man denn hier nochmal irgendwie so einen Platz hat oder sowas. Hier nochmal so eine Bank einfach. So, da oben kommt dann nochmal irgendwas drauf oder so. Könnte man jetzt einfach noch ein Fenster vorsetzen, aber ich mach das Ding einfach mal nach oben. Einfach nur. Mach ich hier auch nochmal. Dann machen wir hier vorne nochmal so eine Sitzecke einfach. Dass man den hier irgendwie, keine Ahnung, zusammen chillen kann einfach. Einfach was Chilliges. So. Da könnte man auch Laternen dann vielleicht draufstellen. Dann ist das hier nicht ganz so dunkel. Zack, da haben wir sie. Schieben wir hier nochmal zwei Stück hin. Ja, wie kriegen wir hier Licht hin? Man könnte natürlich, wir haben ja hier mit Teppichen gearbeitet, das bedeutet, wir können natürlich ganz einfach da Licht hinzaubern. Super Technik auf jeden Fall, das ist, glaube ich, eine von den Techniken, die ich am allermeisten benutze mit den Lichtern. Hier könnte man natürlich noch ein Bild hinhängen. Hier Bilder und dann machen wir noch ein paar Pflanzen hier überall hin. Water und zack. Und dann schnappen wir uns nochmal Blumentöpfe, die können nämlich auch irgendwie überall immer mal hin. Das passt eigentlich immer. Und das war natürlich wieder ein absoluter Fehler. Das ist zum Kotzen, schon wieder. Wie oft habe ich das jetzt schon gemacht, aus Versehen? Und dann ist es immer so ärgerlich, weil natürlich immer in der Nähe voll viel Teppich ist. Das ist zum Kotzen. So, wie hatte ich das denn hier gemacht? Der hier war so. Und dann hatte ich hier einen grauen, der so noch hier geht, glaube ich. Ja, ich glaube, so war das. Ich hoffe, es war so. So, diesmal auf Nummer sicher gehen. Zack, dann hier noch ein Bild an die Wand. Und hier vielleicht einfach noch einen Tisch hin. So. Da drauf stellen wir nochmal hier so ein. Dann passt das auch schon. Man kann natürlich überall immer mal Kisten hinstellen. Die gehen, glaube ich, auch einfach immer. Weil, keine Ahnung, man braucht halt sowieso Stauraum. Dementsprechend passt das schon. Und hier vielleicht tatsächlich auch nochmal ein Bild dran. Ich habe gar keine Bilder mehr im Inventar, fällt mir gerade auf. So, zack, Bildchen hin. Immer auch gucken, dass die Bilder nicht zu oft doppelt sind. Ist immer ein bisschen uncool. So, da oben kommen dann gleich nochmal Blümchen rauf. Hier könnte man auch nochmal Blümchen hinstellen. Hier in die Wand muss eigentlich auch was. Das ist halt die Frage. Man könnte natürlich ein großes Bildchen in die Mitte hängen, zum Beispiel Kyoko. Ist, glaube ich, ganz cool. Da machen wir hier nämlich noch eine Pflanze hin. Wieso treffe ich das Ding immer nicht? Ich meine, ich stehe da, mache Rechtsklick drauf und ich bin einfach zu dämlich dazu. Und jetzt habe ich hier ernsthaft wieder was weggeschwemmt. Och, bitte. So, wie war das? Hier zwei? Nee, schon falsch. Hier so, oder doch? Doch, das war so, glaube ich. Und dann hier vorne nochmal zwei rote. Ich glaube, so war das. Ich hoffe, es war so. Ja, nee, so. Und hier vorne könnte man dann vielleicht eine Musicbox hinstellen. Die müssen hier, glaube ich, irgendwo sein. Wo haben wir sie? Eine Jukebox, da vorne. Stellen wir dann nochmal hier hin. Hoppala, hier hin. Daneben dann vielleicht einfach nochmal ein paar Kisten, wo man dann noch Lieder drin hat oder sowas. So alte Kassetten. Weiß was ich. Kennt ihr Kassetten noch? Ich kenne sie schon noch. Jetzt braucht jeder Water. Voilà. Ich kann schauen. Ach ja, es ist einfach durch. Ich bin schon wieder hier viel zu lange am Aufnehmen auf jeden Fall. Aber wir ziehen das hier jetzt noch durch. Hier nochmal zwei Blümchen hin. Und dann könnte man hier eigentlich, hier müsste eigentlich auch noch was hin. Aber was, man könnte hier einfach Teppich durchmachen. So, nächster Versuch. Wenn ich jetzt nicht treffe, dann weine ich. Okay, gut. So, weil hier ist natürlich wieder super viel Teppich, der nicht weggespült werden sollte, wenn es gut läuft. So, man könnte hier sonst auch noch einen kleinen Tisch einfach hinstellen, wo man irgendwelche Sachen draufstellt vielleicht. So. Keine Ahnung, irgendwie so die Getränke, die man halt hat, wenn man hier spielt oder wenn man hier Fernsehen schaut oder sowas. Wäre, glaube ich, eine lustige Idee. Hier oben könnte man noch so eine Bilderreihe hinmachen. Na, wobei das Ganze hier natürlich wieder nicht symmetrisch ist. So, und jetzt habe ich wieder die Bilder nicht. Mein Inventar ist so voll. So.
So, ich habe leider gerade eine Benachrichtigung bekommen, dass ich gar nicht mehr so viel Speicher habe. Und auf Anhieb konnte ich leider nichts löschen, weil ich habe halt noch ziemlich viele Videos, die ich noch nicht geschnitten habe. Und das ist halt jetzt ein bisschen blöd. Und deswegen würde ich sagen, eigentlich fehlt ja nur noch das Aquarium. Den Rest haben wir ja so weit fertig. Das sind ja noch Kleinigkeiten, die hier noch dekoriert werden müssten. Und deswegen würde ich sagen, beende ich an dieser Stelle mal, weil das Aquarium ist im Endeffekt auch nicht so spannend. Also wir machen jetzt Glas hin und dahinter machen wir einfach so eine Landschaft mit Korallen und Sand und Gravel und machen da Fische rein. Also so spannend wird das nicht. Und hier vorne machen wir dann vielleicht nochmal irgendwelche... Das können wir vielleicht nochmal schnell machen. Also ich habe noch irgendwie ein paar hundert MB frei. Da sollte ich ja hier nochmal schnell was schaffen können. Falls das Video jetzt gleich einfach abbricht, wisst ihr Bescheid. Nee, also ich glaube, das müssten wir noch hinkriegen. Also wir machen hier einfach mal vielleicht sowas dahin, würde ich sagen. So. Einfach ganz entspannt. Zwei hatten wir da, genau. Und zack, zack, zack. Dann machen wir hier nämlich ein bisschen höher. Einfach ganz entspannt. Und dann können wir dahinter nämlich noch einfach irgendwie so Holz machen. So, irgendwie. Zack, 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 zack. Ich denke, so kann man das schon fast lassen. Könnte man da oben drauf natürlich noch hier so als Abgrenzung nochmal Pfeilchen setzen. So, und die kann man natürlich auch noch dahinter setzen. Das ist eigentlich auch ganz cool, die dann einfach hochzuklappen. Zack, zack, zack. So, und hier vorne vielleicht auch. Nee, lieber nicht. Ich lasse das mal da offen. Dann kann man hier nämlich einfach das vielleicht noch ein bisschen höher machen sogar. Und dann, nee, das sieht komisch aus. Ich lasse das so. Und hänge da aber noch Banner hin, damit wir einfach nochmal so ein bisschen mehr Tiefe hier haben bei dem Sofa auch nochmal. Und hier stellen wir dann kein Banner hin oder was. Ah, dann lasse ich hier den Banner einfach weg. So. Aber ansonsten war es das eigentlich soweit. Ich mache davor nochmal ein paar rote Teppiche. Aber ach, das ist... Die Aufnahme ist auch schon wieder viel zu lang. Also es tut mir leid. Ich dachte, das Projekt geht schneller, aber... Ich meine, mehr Content ist besser als weniger Content, würde ich sagen. So, also wie gesagt, wenn irgendjemand ein bisschen geschaut hat, bitte Hashtag doch in die Kommentare schreiben. Und ansonsten hoffe ich, es hat euch soweit gefallen. Ihr konntet irgendwas lernen. Und wir sind ja eigentlich jetzt quasi durch, also alles gut. Ich bin auf jeden Fall total durch und ich werde jetzt erstmal schneiden und dann sehen wir uns bei einem weiteren Video. Bis zum nächsten Mal, haut rein und ciao.